Hallo liebe Moviepiloten und vielen herzlichen Dank. Der Moviepilot YouTube-Kanal hat 300.000 Abonnenten geknackt. Das haut mich um. Ich bin am 01.01.2021 aufgewacht und habe festgestellt, 300.000 Abonnenten, meine Güte. Deswegen vielen, vielen Dank. Das wäre alles ohne euch nicht möglich. Ihr habt diesen Kanal zu dem gemacht, was er ist. Deswegen, ich schulde euch alles. Ich schulde euch ein Dankeschön. Und direkt habe ich einen Community-Post rausgehauen und gefragt, hättet ihr Bock auf so ein Q&A mit mir? Ich habe mir ursprünglich überlegt, das zu einem Livestream zu machen, doch dann dachte ich mir, ich habe noch einen anderen Livestream vor, den ihr euch so gewünscht habt. So einen großen, gigantischen Star Wars Livestream mit all den Ankündigungen der Zukunft von Star Wars und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, hey, ihr habt mir so viele Kommentare hinterlassen, dass ich probiere, durch viele durchzugehen. Ich weiß nicht, ob ich jedes Comment vorlesen kann, denn es sind 155. Aber ich probiere zumindest dieses Video 25 Minuten lang zu füllen. Deswegen, wenn nicht jede Frage rankommt, tut es mir leid, aber wir werden eventuell ein Teil 2 machen, je nachdem, wie das so ankommt. Aber ja, vielen, vielen Dank für die endlos vielen Fragen. Generell vielen Dank für euer Engagement, die Kritik, negativ sowie positiv. Euer Feedback bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, wir haben etliche Fragen bekommen. Ich habe etliche Fragen bekommen. Und jetzt werde ich mich einigen dieser Fragen stellen. Angefangen mit Lukas, der fragt, wie viele Sterne von 10 bekommt das Star Wars-Universum von dir? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe ja sehr unterschiedliche Meinungen zu den unterschiedlichen Star Wars-Filmen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn Star Wars gut ist, ist es großartig. Und genau deshalb würde ich wahrscheinlich zwischen 9 und 10 schwanken. Ich weiß, denn die Originaltrilogie bleibt bis heute wahrscheinlich meine Lieblingsfilmtrilogie aller Zeiten. Ich liebe Rogue One, ich liebe The Mandalorian, ich kann den Prequels was abgewinnen, ich kann auch den Sequels was abgewinnen. Nicht alles, aber ich kann den einzelnen Filmen was abgewinnen. Clone Wars war eine richtig krasse Überraschung und zurzeit genieße ich auch Rebels. Ja, dazu kommt auch noch ein Video. Deswegen, ich hoffe, diese Antwort macht dich glücklich. Irgendwie so zwischen 9 und 10. Als nächstes fragt Nissen, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, wie war die Anfangszeit, als ihr den Kanal übernommen habt? Als ich den Moviepilot-Kanal übernommen habe, interessant, interessant, große Verantwortung, ich musste in gigantische Fußstapfen treten und ich habe mir auch gedacht, ich werde jetzt nicht einfach nachmachen, was die Leute vor mir gemacht haben, denn ich habe großen Respekt vor ihnen und ich kann nicht einfach Leute nachmachen, ich kann nicht einfach das machen, was es bereits schon gab, das wäre auch sehr unauthentisch, deswegen habe ich ein bisschen mein eigenes Ding durchgezogen und ich bin sehr dankbar, dass ihr das so positiv aufgenommen habt, ja. Ananas05 möchte wissen, mach mal bitte ein Star Wars Ranking von den Filmen, aber mit den ganzen Clone Wars, Rebels und Mandalorian Staffeln. Also jede Staffel, nicht jede einzelne Folge. Puh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich muss mal gucken. Die Leute wünschen sich auch regelmäßig ein Clone Wars Ranking. Der Grund, warum es das bis dato noch nicht gab, ist die Tatsache, dass ich die Serie gebinged habe. Ich weiß gar nicht mehr, was in welcher Season genau passiert ist, weil ich habe das wirklich am Stück geguckt. Und ich habe auch viele Füller-Episoden einfach übersprungen, als ich gesehen habe, es geht wieder um Jar Jar. Ciao. Deswegen, ich weiß nicht, ob so ein Video kommen wird. Ich schau mal. Sollte es nochmal kommen, muss ich die Serie tatsächlich nochmal von vorn gucken und mich dann entscheiden, was besser ist, wo welche Staffel rankt. So, die nächste Frage kommt von Lena Wisniewski oder Wisniewski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hi Moviepiloten, was würdet ihr von einem Neustart der Jurassic Park Reihe halten? Der erste Film ist für mich legendär, weshalb ich mir sozusagen wünschen würde, dass man auf Teil 2 oder 3 aufbaut und die Geschichte neu erzählt. Mehr Dinos, bessere Effekte, bessere Charaktere. Ich fände auch eine Serie cool, in der es in einzelnen Folgen nur um Charaktere geht und Dinos und nicht ums Überleben. Dass man den Park aus der Sicht der Mitarbeiter sieht oder vielleicht auch Besucher. Das ließe auch Spielraum für Cameos oder Folgen, die sich um Jurassic Park Legenden dreht. Jeff Goldblum, Sam Neill und so weiter und so fort, die den Park besuchen oder beraten. Ich bin offen dafür. Im Gesamten bin ich der Meinung, dass Jurassic Park, also der erste Film, so ein zeitloses Meisterwerk ist. Und ich finde, die Fortsetzung kam nie wirklich an den ersten Teil ran. Ich bin auch kein gigantischer Jurassic World Fan. Aber generell so eine Anthology-Serie, wer weiß, vielleicht. Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich mit Jurassic Park so häufig auf die Nase gefallen bin. Ich sehe es ähnlich wie das Terminator-Franchise.
irgendwann war da meine Hoffnung weg. Aber ich gebe natürlich jedem neuen Abenteuer, jedem neuen Approach eine neue Chance. Deswegen, warum nicht? Crazy Nick Nick schreibt, eine sehr treue Zuschauerin und auch Zuhörerin, wenn es um die Podcasts geht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 300.000. Vielen Dank. Meine Frage, angenommen du wärst Schauspieler, mit welchen anderen Schauspielern oder Schauspielerinnen würdest du unbedingt zusammenarbeiten wollen? Schwere Frage. Zu welchem Genre würde der Film zählen? Was wäre die Handlung und würdest du zu den Guten oder den Bösen gehören? Frage gilt auch für Sebastian. Liebe Grüße, Nicole. Ja, da werde ich wohl Sebastian nochmal diese gleiche Frage stellen, wenn wir den Livestream dann durchziehen. Schwer. Mit wem würde ich gerne zusammenarbeiten? Oh Gott. Ich bin kein Schauspieler, deswegen darf ich gar keine große Anforderung an irgendjemanden stellen. Ich sage jetzt einfach mal, weil das ist die coolste Socke in ganz Hollywood für mich. Das ist Samuel L. Jackson. Warum nicht Samuel L. Jackson? Und welchem Genre? Science Fiction? Horror? Warum nicht das? Und ich würde sehr gerne einen Fiesling spielen. Ich würde sehr gerne so einen richtig bösen Mistkerl spielen. Ich glaube, das macht Spaß. Ich glaube, es macht mehr Spaß, die Bösen zu spielen als die Guten, weil da kann man so richtig die Sau rauslassen. Ich meine, so eine Performance wie Al Pacino bei The Devil's Advocate, des Teufels Anwalt. Fantastisch. Wenn man so richtig einfach nur böse. Oder der Imperator. Fantastisch. Max C31L1A9. Ich hoffe, das ist richtig. Frage: Könntest du bitte Rankings zu Rambo und Mission Impossible machen? Wäre mega nice. PS, hast dir deinen Support echt verdient. Erstmal vielen, vielen Dank. Und das sind alles Rankings, die noch auf der Liste stehen. Ich wird alles noch rankommen. Ich weiß immer nur nicht wann. Aber ja, steht auf der Agenda. Vielen Dank für deine Frage. Olli Stützi fragt mich, ist Star Wars Die letzten Jedi dein Lieblingsfilm? Hey, woher weißt du das? Nein, ist es nicht. Als nächstes fragt mich Justin1902, wie ist deine Meinung zu Michael Bay's Transformers und wann kommt ein Ranking der Filme? Ich bin kein großer Fan. Um nicht zu sagen, ich mag die Filme nicht wirklich. Der erste, der hat mich damals nur so ein bisschen umgehauen wegen den Effekten, wegen diesen Transformer-Effekten. Und ich war sehr begeistert, Optimus Primes originale Stimme zu hören von Peter Cullen. Das war ziemlich stark. Aber ansonsten finde ich die Filme irgendwie blöd. Es ist einfach nur Explosion, Explosion, Explosion. Und man konzentriert sich immer nur auf die Menschen, anstatt auf die Transformers. Der beste Transformers-Film war für mich tatsächlich Bumblebee von Travis Knight. Und ich genieße zurzeit auf Netflix diese War for Cybertron Transformers-Serie. Die ist ziemlich cool. Aber von den Michael Bay-Filmen kein gigantischer Fan. Sorry. Ranking kann es trotzdem irgendwann geben. Ja. Jokey möchte wissen, wann kommt das Game of Thrones Ranking und kannst du mal deine Hassfilme ranken? Kannst du mal Franchises, die gut angefangen haben, aber zu verfaultem Kuhfladen verkommen ranken? Oh Mann, das sind ganz schön viele Fragen. Game of Thrones Ranking, ja, müsste auch irgendwann mal kommen. Ich glaube, ich müsste die Serie echt nochmal von Anfang bis Ende schauen. Ich glaube, ich weiß, was mein Platz 1 ist. Ich glaube, was der letzte Platz ist. Da bin ich mir sicher. Aber alles dazwischen müsste ich mir echt nochmal überlegen und meine Hassfilme ranken. Puh, vielleicht, ja. Mal gucken. Ich glaube, ein paar davon müsste ich mir echt nochmal angucken und das ist ja schon irgendwie eine Qual. Also, mal schauen. Und Franchise, die gut anfangen, dann aber zu verfaultem Kuhfladen verkommen. Klingt cool. Mal schauen. Ja, ich habe sowieso überlegt, mal Franchises zu reviewen. Das heißt, immer ein Video einem ganzen Franchise zu widmen. Jeden einzelnen Film im Franchise so eine Art Kurzkritik zu geben, zu schauen, wie sich das Franchise entwickelt hat. Ich habe das mal so ein bisschen probiert mit Freitag der 13. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, da gibt es etliche Franchises, über die man in dieser Art und Weise sprechen könnte. Sophia B. fragt, welchen Charakter aus Herr der Ringe magst du am liebsten? Glückwunsch zu den 300.000. Vielen Dank für die Glückwünsche und welchen Charakter ich am meisten mag? Gollum. Ich glaube, es ist Gollum. Und von den Helden? Gandalf. Forza Osna 1899 schreibt, Glückwunsch an das Moviepilot-Team. Eve, du hast beim Live-Talk zu Staffel 10, Episode 10 zu The Walking Dead gesagt, du hast deine Top 10 Lieblingsepisoden aufgeschrieben. Kommt noch ein Ranking-Video dazu, würde mich freuen. Ja, ich glaube, es wird noch ordentlich The Walking Dead-Content geben.
Wir haben ja bald noch extra Episoden von Staffel 10 und dann haben wir die finale Season. Da kommt noch einiges auf euch zu, eventuell auch sowas. Vielen, vielen Dank. Wow. Das ist eine sehr, 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 sehr lange Frage von Vincent Göbel. Hi Eve, ich bin zwar eher ein leiser Zuschauer, wollte mir aber nicht die Gelegenheit entgehen lassen, auch mal ein paar Fragen zu stellen. Was ist deine Lieblings-Star-Wars-Serie? Was machen Dave Filoni und Jon Favreau besser oder anders als JJ und Rian Johnson, sodass ihre Produktionen so viel besser ankommen bzw. unkontroverser sind als die der anderen? Wer ist dein Liebling oder Hass-Star-Wars-Charakter? Findet ihr den aktuellen Weg von Star Wars richtig, stark auf Serien zu setzen? Ich liebe The Mandalorian und glaube, dass Star Wars mit den Serien großartig wird, zumindest mit den meisten. Und ich habe als langer Star Wars-Fan schon schlimme Phasen erlebt. Aber ich fände es schade, wenn keine Filme mehr kommen, beziehungsweise Filme wegen den Serien vernachlässigt würden. Nach ein wenig Pause hätte ich echt Lust auf gute und erweiternde Einzelfilme, vielleicht auch Trilogien, zum Beispiel von Jon Favreau oder Dave Filoni, welche bewiesen haben, dass sie die Community mit ihren Ideen begeistern können. Die ganzen Serien könnten für mich niemals ein Filmerlebnis im Kino toppen. Wie siehst du das? Viele Grüße und mach weiter so, Vincent. Das ist eine ganz schön interessante und lange Frage. Meine Lieblings-Star-Wars-Serie, ich kann nicht The Mandalorian sagen, weil es noch nicht zu Ende ist. Ich weiß noch nicht, wie es endet. Deswegen sage ich bis dato The Clone Wars. Aber es könnte The Mandalorian sein. Wenn es so weitergeht, dann wahrscheinlich The Mandalorian. Ich glaube, was Dave Filoni und Jon Favreau richtig machen, sie haben einen ganz, ganz unterschiedlichen Approach zu JJ und zu Rian Johnson. Bei JJ hat man das Gefühl, dass er halt eigentlich nur Ideen nimmt, die wir bereits kennen und recycelt. Und das stört mich nicht so krass, das ist halt die Nostalgie-Karte, aber die funktioniert halt auch häufig. Und bei Rian Johnson war der Umgang mit den Charakteren, glaube ich, zu kontrovers. Ich glaube, vieles hätten die Leute akzeptiert, aber ich glaube, Luke Skywalker ist diese eine Grenze, wo Leute gesagt haben, okay, bis hierhin und nicht weiter. Auch dieser Humor, dieser selbstreferenzielle Humor, finde ich persönlich, hat in Star Wars nichts zu suchen. Dave Filoni hat The Clone Wars schon zu verantworten und hat ein unfassbares Verständnis von dieser Welt, von der Mythologie, von der Kontinuität und so weiter. Und ich glaube, dass genau dadurch die Stärke von, dass die Stärke von The Mandalorian ist und auch von The Clone Wars war, weil ja, es gibt Callbacks, es gibt auch Referenzen und Nostalgie, aber es ist nicht alles. Die Welt wird auch erweitert und es fühlt sich wirklich wie eine tolle Ergänzung zum Star Wars-Universum an, anstatt einfach nur sich im Kreis zu drehen oder so weit abzudrehen, dass es nicht mehr Star Wars ist. Ja, so sehe ich das. Und ob es noch Filme geben wird, es wird Filme geben. Ich meine, Rogue Squadron steht ja in den Startlöchern, der wird von Patty Jenkins gemacht. Da bin ich echt heiß drauf. Es könnte Top Gun mit Star Wars sein. Warum nicht? Menex LP DBBEATZ. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Was war das aufwendigste Video, was je auf diesem Kanal veröffentlicht wurde? Und wie viele Stunden wurde geschnitten? Und was ist dein Lieblingsvideo auf diesem Kanal? By the way, bin erst kürzlich auf diesem Kanal gekommen und ich bereue nicht, jetzt auch dazu zu gehören. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen auf dem Kanal. Das aufwendigste Video ever. Ich glaube, das, was bisher geschah zu Game of Thrones, weil das ist einfach eine sehr komplexe Serie und ich wollte es ja nicht nur grob zusammenfassen, ich wollte auch noch Gags mit reinbringen und so weiter und so fort. Da saß ich echt lange am Skript und auch echt lange am Schnitt. Ich glaube, das waren 4,5 Tage durchschneiden, ja. Und welches Video ich am meisten mag? Alle Videos, wo ich so ein bisschen unterhaltsam und witzig sein kann. So Parodie-Videos machen mir sehr viel Spaß. Mir machen die Ranking-Videos extrem viel Spaß. So Sachen, wo man auch immer wieder in erster Linie Entertainment mit reinbringen kann. Ja, das sind die Videos, die mir persönlich am meisten Spaß machen. Why Born? Wie stehst du zu deinem Disclaimer? Findest du ihn nervig oder gar traurig, dass du immer wieder betonen musst, dass es nur deine Meinung ist? Oder machst du es gerne? Es ist das Internet. Ich finde es fair. Ich finde es nicht schlimm, mich jedes Mal wiederholen zu müssen. Und gleichzeitig, ich möchte nie das Gefühl haben, dass das, was ich äußere, eine absolute Wahrheit ist. Das ist mein subjektives Verständnis von Kunst, von Filmen, von Serien. Wenn mir was gefällt oder wenn mir etwas nicht gefällt, heißt es nicht, dass es euch gefallen oder nicht gefallen muss. Und ich finde es schon wichtig, das irgendwie zu betonen, weil
Genau so trete ich in Dialog mit euch und auch mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Das finde ich vollkommen okay. Ich sag's immer wieder, ich zelebriere echt unterschiedliche Meinungen auf meinem Kanal. Man kann Filme lieben, die ich nicht mag. Und das ist absolut in Ordnung, absolut in Ordnung. Denn genau das macht ja auch so ein bisschen diese Nerdwelt aus. Sich so ein bisschen positiv und fröhlich in die Haare zu kriegen über Filme und Serien. Das finde ich so Teil des Spaßes. Teil des Spaßes, ein Filmfan zu sein. Debattieren und so weiter. Oh, das war cool, das war aber nicht so cool und so weiter. Das habe ich schon als Kind geliebt. Deswegen, ja, ich finde es nicht schlimm, diesen Disclaimer jedes Mal rauszuhauen. Joshua B. fragt, du sagtest im Lost-Stream, dass du über die Serie vielleicht mal ein Video machst. Kommt da noch ein Video? Ich glaube, die Antwort bleibt immer noch vielleicht. Ich muss schauen, Lost ist leider kein aktuelles Thema, das Leute so extrem interessiert. Ich liebe Lost, das ist für mich immer noch eine der besten Serien aller Zeiten. Ich liebe sogar das sehr kontroverse Ende. Eventuell kommt da mal was zu, ich weiß es aber nicht. Ich lasse es euch aber wissen, wenn es soweit ist. Kopinator fragt mich, welchen Horrorfilm hast du gesehen, wo du dich richtig verfolgt oder beobachtet gefühlt hast? Bei mir war das damals Insidious 1. Ich habe tatsächlich Insidious dieses Halloween das erste Mal gesehen und fand ihn okay, aber gar nicht so heftig, wie mir alle gesagt haben. Ich fand ihn nett. Es gab eine Szene, die ich ziemlich cool fand, aber ansonsten war relativ standardmäßig. Was ich stark fand, war Hereditary. Der hat mich fertig gemacht. Das war der erste Horrorfilm seit so 10 oder 15 Jahren, der mich erwischt hat, weil ich gucke so viel Horror, dass mich nichts mehr gruselt. Wirklich. Und es liegt einfach daran, wenn du so viel Horror guckst, kennst du alle Klischees, du weißt ganz genau, worauf du zu achten hast und so weiter und so fort. Und dich erschreckt und gruselt auch nichts mehr wirklich. Und dann kam Hereditary. Ich so, okay, man kann mich also doch noch kriegen. Und der hat mich echt gekriegt. Deswegen Respekt an Hereditary. Noah Körner fragt mich, würde mal interessieren, wie du ihr zum Moviepilot gekommen seid. Habt ihr studiert? Wenn ja, was? Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, im Internet über Filme und Serien zu reden? Ich habe studiert. Ich habe nichts studiert, was auch nur irgendwie mit meinem jetzigen Job zu tun hat. Ich habe tatsächlich Finanzwesen und so studiert. Und es war aber schon immer eine Leidenschaft. Ich habe schon sehr früh vor einer Kamera über Filme gesprochen, auch privat. Und dann wurde Praktikum irgendwann draus durch eine Bewerbung und eins führte zum anderen und jetzt bin ich hier. Ja, deswegen sage ich auch immer jedem, der das so gerne machen will, macht's einfach. Stellt euch vor eine Kamera, filmt euch selbst und fragt euch selber, würde ich mir dieses Video anschauen? Wenn die Antwort ja ist, macht weiter. Und die allerletzte Frage, die nämlich so häufig gestellt wird, von David Pro. Wann kommt dein Harry Potter Ranking? Bald. Dieses Jahr, wahrscheinlich dieses Jahr. Ich muss die Filme tatsächlich gucken. Ich muss alle Harry Potter Filme gucken, denn ich habe sie noch nie alle geguckt. Ich glaube, ich habe die ersten 4 geschaut und ich bin kein gigantischer Harry Potter Fan, muss ich sagen. Es ist nicht so, dass ich die Reihe irgendwie nicht mag oder schlecht finde, aber von all diesen großen Franchises ist das so das eine, was irgendwie nicht meins ist. Ich werde damit nicht richtig warm. Ich weiß, es schockiert vielleicht viele da draußen. Und ich will es niemandem madig machen. Ich finde, Harry Potter hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Und ich verstehe auch, warum Leute das so lieben. Meins war es nicht. Vielleicht auch, weil ich damit nie wirklich groß geworden bin. Ich habe die Bücher auch nie gelesen. Ich habe das erste Buch mal angefangen und irgendwie weggelegt, als gefühlt 15 Seiten Quidditch-Spielregeln auf mich zukamen. Das war mir alles zu viel. Und Ich war immer eher so der Star Wars Herr der Ringe Typ und Harry Potter, mal gucken. Ich habe einen sehr guten Freund, einer meiner besten Freunde, und der sagt mir immer wieder, Yves, du musst es zu Ende gucken. Gerade das Finale, unfassbar. Und hey, er hat schon so viel Zeugs geguckt, was ich ihm empfohlen habe. Deswegen, vielleicht sollte ich auch mal auf ihn hören. Ich will mir, wenn mal die Zeit endlich da ist, will ich mich mal zu Hause einsperren und anfangen, die ganze Reihe zu bingen. Auch diese Spin-off-Filme, Fantastic Beasts. Ich weiß nicht, wie die in der Fan-Community aufgenommen werden. Das wird, glaube ich, auch ein sehr spannendes Ranking sein, weil ich bin, wie gesagt, kein Fan. Deswegen, ich weiß nicht, wie mein Ranking ausfallen wird. Wird das kontrovers für Fans sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Teile die Fans lieben und welche Teile die Fans nicht so lieben. Gibt es überhaupt einen Harry Potter-Film, den die Fans nicht mögen? Ich weiß es nicht. Deswegen, vielleicht ist es ganz, ist es eine interessante Idee, das mal aus so einer Perspektive eines Nicht-Fans zu sehen. Ich gebe der Sache definitiv eine Chance. So, und damit beende ich mein Q&A-Video. Ich weiß, es sind noch wesentlich mehr Fragen übrig, aber meine Güte, ich kann leider nicht alle vorlesen, aber wir sehen uns sehr bald wieder. Vielleicht wird es noch einen Teil 2 geben, vielleicht wird es in der Form eines Streams weitergehen. Mal schauen. Jedenfalls möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ihr seid die Besten. Danke. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder im nächsten Video. Macht's gut.